Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Feuerwehr Willi ist jetzt ein bisschen in Montur, weil wir wollen jetzt mal gemeinsam etwas gröber werden. Um Leuten zu helfen, die in Not sind und zum Beispiel in ein Fahrzeug eingeklemmt sind oder dem man helfen will. So, ne? Das ist eine technische Hilfeleistung. Man hilft ihnen irgendwie technisch da rauszukommen. Und da haben die meisten ja von euch diese Feuerwehrtaschenmesser. Die haben auch andere Funktionen. Und zwar gibt es hier diesen kleinen Dorn da dran. Kann man hoffentlich erkennen. Ich versuche jetzt mal nur mit der Hand, vielleicht mit einer normalen Fläche, das aufzuhauen, ob das geht. Versuchen wir mal. Schlecht, man muss die Kraft bündeln, aber da reicht schon sowas aus, ne? Okay. Und das ist offen. Jetzt kommen wir mal zur Windschutzscheibe. Komm mal bitte rum. Ist ja noch größer, müsste einfacher gehen. Schauen wir mal. Steinschlagschaden. Mehr wird das nicht, ne? Keine Chance. Windschutzscheiben kaputt zu machen. Dazu brauchen wir mehr Technik, weil die sind ineinander verklebt. Das sind Sicherheitsgläser. Die gehen nicht damit kaputt. Mehr als sowas wird auf der Dauer nicht klappen. Das heißt, dafür gibt es spezielle Sägen. Das werden wir in einem separaten Video machen. Nur, dass ihr wisst, damit geht es nicht. Und es gibt auch so kleines niedliches Teilchen, wo man wunderbar hier so einen Notfallkörner dran hat, dass man eine Scheibe drückt und auch so einen Mini-Gurtschneider hat man auch dran. So ein Rescue-Tool kann einem schon mal im Notfall sehr behilflich sein. Kleines Ding kann man sich mit dem Anhänger an Schlüsselbund hängen oder ins Auto irgendwo an sicheren Platz. Und ich drücke das jetzt leicht dran. Gemerkt? Ganz einfach, ne? Wenig Kraftaufwand, sehr effektiv. So ein Nothammer, auch mit so einer Spitze. Hier sogar die Variante mit Kurzschneider auch dran. Sowas gibt es auch. Sowas hängt auch oft in Bussen. Achte mal drauf oder in Bahn. Achtung, 3, 2, 1. Auch effektiv, ne? Seht mal hier, die Scheibe wird abgeklebt, bevor sie geöffnet wird.